Tim, das mit den starken und schwachen Verben habe ich noch nicht ganz verstanden. Schwache Verben bildet das Präterium mit Wortstamm plus T plus Personalendung. Also zum Beispiel ich lernte. Aber wie ist das bei den starken Verben? Warte, ich erkläre es dir kurz den Unterschied, Mila. Bei den schwachen Verben bleibt der Wortstand immer gleich wie im Präsens. Daran hängt man das T, die richtige Endung, an. Bei der starken Verben musst du allerdings aufpassen. Da verändert sich der Wortstamm. Zum Beispiel wird aus dem E bei gehen im Präteritum ein I. Aus er geht wird er ging. Aus er singt wird zum Beispiel er sang im Präteritum. Oh je, oh je, wie soll ich mir das bloß merken? Das ist alles halb so schlimm. Die meisten hast du im Sprachgefühl. Und falls du Probleme hast beim Umwandeln, lerne mit Quizlet die starken Verben.